Herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid. In der letzten Folge haben wir Sniper Wolf besiegt. Und... Oh, da liegt sie. Das wusste ich jetzt nicht. War ja Tatortreiniger noch nicht da. Okay. Genau, und hier sind Türen, da müssen wir mal gucken. Ja. Schon krass gemacht, ey. Bewegt sich auch nicht, aber kann ich nicht doch das Gewehr mitnehmen? Das Gewehr mitnehmen. Hatte so ein bisschen Abstand hier da. Wahnsinnig gut gemacht, das Spiel. Okay. Leider nicht. Wir gehen auf die SOCOM. Wir gehen auf die Ration. Und jetzt müssten wir eigentlich mal gucken, was hier für Türen offen sind. Wir haben nach wie vor die Level 6 Card. Hier ist Level 7. Das sind die Bäume, die aufgezeichnet sind. Ich hoffe, hier sind keine Minen versteckt. Level 6. Ja, sollten wir vielleicht auf die Karte gehen. Okay. Cool. Das ist nur das. Schön. Warum? Was war es? Eine Mine? Riechen konnte man da, ne? Ja, nehmen wir. Schön gut gedämmt, die Teile. So, jetzt rückwärts. Ah, die hat Zepan. Oh. Okay, sehr gut. So, dann können wir wieder aufstehen. Okay, eine Ration haben wir zumindest mit drin, Level 6 Karte. Schön. Ja, vielleicht kann man hier ein bisschen aufstocken wieder. Das war mal schauen. Was haben wir hier Schönes? Auch immer mal so ein bisschen in die Ferne gucken. Wahnsinnig großes Areal haben sie hier geschaffen. Okay. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall mal nach Minen gucken. Sieht aber nicht so aus. War sonst irgendwas? Okay. Beschweren wir uns nicht. Ist okay. So. PSG1. Ah, okay. So kommen, sehr gut. Farmers. Ach, alles dabei. Schön. Schön, schön. Das Spiel gönnt dir schon wirklich relativ viel. Kannst du schon so sagen. Okay. So, gehen wir auf die Minen zwischendrin. Ab und für so eine schlechte Vorahnung. Okay. So dieses, ja, vergiss nicht, du hast Perks bekommen, benutze sie. Aha. Ach nee, warte mal, das sind Feinde, ne? Ich sehe, ah, okay. Das heißt, hier nehmen wir eine Granate. Wie, das Ding geht jetzt zu. Okay. Granate, perfekt. Okay. Bis bald. So, gehen wieder hier auf Minen. Was anderes dürfte uns jetzt erstmal nicht erwarten, okay. So, hier war der Anfang. Mal sehen, ob hier auch noch Munition liegt. Aber wenn, dann eigentlich bloß für die Sniper. Ja, sieht nicht so aus. Ah, guck mal hier dazu. Können wir auch benutzen. Okay, sehr gut. Unser Lebensbalken ist auch größer geworden, ne? 9 Diazepam können wir tragen. So viel habe ich jetzt auch nicht. Okay. Muss mal gucken, ob das der Ausgang ist. Also zurück quasi. Ja, nee, das wollen wir erstmal nicht. Wir können natürlich auch erstmal die Leute anrufen hier, ne? Campbell und so, bevor wir das vergessen. Traurig. Wir hätten die Kurden nach dem Golfkrieg nicht im Stich lassen sollen. Wir sind nicht für ihre Entscheidung verantwortlich. Jeder entscheidet sein Schicksal selbst, egal wo. Schicksal, Karma.
Das ist doch nur ein Vorwand zum Aufgeben. Das glaube ich nicht. Wenn sie nicht auf einem Schlachtfeld geboren wäre, hätte sie vielleicht ein glücklicheres Leben gehabt und wäre nicht zum Killer geworden. Master, Sie und ich, wir sind doch auch nur Hunde, nicht? Das sieht Ihnen nicht ähnlich. Lassen Sie sich von Sniper Wolf nicht beeindrucken. Hören Sie, jeder Soldat stellt sich selbst in Frage. Tut einer das nicht, ist er nichts weiter als ein Mörder. Aber jemand wie Wolf, eine Soldatin, die nur den eigenen Tod sucht, nützt auch keinem etwas. Als sie anfing, den Tod zu suchen, war es vorbei. So werden auch Sie enden, Snake. Das ist Düppel, eine Spezialgranate, mit der Sie dünne, schmale Metallstreifen verschiedener Länge und Frequenzreaktionen freisetzen. Gut zum Überlisten elektronischer Geräte. Okay. Setzen Sie es gegen Maschinen mit elektronischer Ausrüstung ein. Sie müssen es natürlich einsetzen, bevor Sie angegriffen werden. Wenn Sie einen Angriff erwarten, verbreiten Sie Düppel, bevor es losgeht. Düppel. Okay. Maybe. Mal sehen. Ne? Utakon? Der Eingang zur unterirdischen Basis ist im Norden des Schneefelds. Ich pass auf, Snake. Okay. Sehr gut. Ne, weit zurück. Hätte ich jetzt auch nicht gewollt. So, wir schauen hier nochmal. Sieht erstmal gut aus. Hier können wir auch mal hinschauen. Was hat's denn mit dem hier auf sich? Ach, hier Schnellreise oder was? Okay. Okay. Was haben wir hier Schönes? Wir müssen uns merken, dass da hinten was für Tür 7 ist, ne? Hier brauchst du bloß Level 1. Was haben wir hier? Kameras oder? Ja, Kameras, okay. Sehr gut. Achso, ich hoffe keine. Was? Cardboard Box. Okay. Cardboard Box. Ah, okay, okay. Das ist ein Karton 10, ne? Zum Schneefeld. Ah, okay, hier können wir wieder hin zurück. Könnten wir nutzen, um Munition und sowas aufzufüllen, anscheinend, ne? Ist das Spiel Wahnsinn, ey. Geil. Hier haben wir noch was liegen. Diazepam, schön, schön. So, hier haben wir nochmal Level 6. Und irgendwas muss eine Kamera sein oder eine Mine. Okay, ist eine Kamera. Ich hoffe, ich bin noch bei den richtigen Granaten. Und hoffentlich Nikita, okay. Na juti. So, können wir eigentlich Richtung Norden, ne? Achso, hier ist einer. Okay. Was haben wir hier? Da ist eine Kamera. Und da hinten ist irgendwas. Dann schauen wir mal. Zurückkommen. Ich hoffe, der andere ist auch geflasht. Ja, ist er. Frage wäre jetzt natürlich. CD2? Aha. Aber dann würde ich tatsächlich. Warte mal, ich gucke. Oder gucken wir nochmal nach. Komm, wir gucken nochmal nach rechts. So. Das hier war einmal Level 7. Na gut. So, Sniper Wolf nochmal, ciao, sagen, ciao. Und hier waren wir ja auch schon drin, okay. Ja, nö, dann werden wir jetzt zu CD2 gehen. Spannend, spannend. Super, ich habe mich auch schon gefragt, wann sollen hier CD2 kommen? Weiß nicht, ob da vielleicht mehr Filmmaterial mit drauf ist. Wahnsinn, diese Wurfkraft.
Dem hat sein Frühstück nicht aufgegessen. So. Ist aber auch kommend geil. Sehr schön. Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Bis gleich. CD2, weiter geht's. Schön. Wieder Probleme gehabt mit dem PC, aber läuft. Was heißt mit dem PC, mit Linux? Ich würde zumindest mal die Waffe wechseln, auf die es so kommt, um mich ein bisschen toller zu fühlen. Wir können aber, denke ich, mit CD2 auch in CD1-Gebiete, so wie bei Final Fantasy. Da sind auf jeden Fall Gegner. Okay. Aber okay, das ist Stealth. Kann man ja auch mal ausprobieren, ne? Ist das ein Schweinestall? Was läuft da hinten rum? Ah, ich hab so Bock auf den ganzen Ego-Shooter und alles. War jetzt schon, ja. Ein wahnsinnig geiles Spiel. Absolut. So, da unten ist einer. So, hier ist erstmal keiner. Okay, hier. Nicht runterfallen, bitte. Dankeschön. So, wir können rüber. Das wurde mir erst dadurch gezeigt, dass ich da in die Munition holen konnte. Sehr cool. Achso. Muss vielleicht aufpassen. Ah, Button. I geht die voll. Voll drauf getrampelt. Ah. Hä? Kann man da rauf? Sau geil. Ruhe. Nein, ich war nicht drin. Was ist, wenn ich auf Continue drücke? Das kann ich wieder schließen. Ja, das war so, glaube ich. Das war so, weil jetzt sind wir nämlich richtig clever und so. Aber unsere Munition wurde dadurch nicht. Wäre krass, wenn du dann die Munition, wie du gestorben bist, behältst, also ins Minus gehst. Ich glaube, ist aber nicht so. So, bin ich jetzt drin oder was? Ich hoffe. So, okay. Ich glaube, wir haben es. Soweit. So, er ist irgendwie da oben. Da ist er. Okay. Das war ein Schuss mehr, aber ist okay. So, haben wir die? Ne, haben wir nicht. Aber wir können ja auch nicht uns währenddessen irgendwie hinhocken, oder? Doch, können wir. Ah, okay. Okay. Ja, wir können es mal ausprobieren. Ich glaube zwar irgendwie nicht, dass das so sinnvoll ist. Aber gut. Ah, okay. Unten könnte ich auch mit dem Sniper rausnehmen, aber. Warte, was gab's denn da hinten noch? Leute, jetzt habe ich da nicht hingeguckt. Guckt einer hoch oder was? Hört sich so an, ne. Der läuft hinter mir. Komm, wir gucken da hinten. Warum mache ich denn so Sachen, ey? Gucken da hinten mal hin. Wir wollen ja doch schon ein bisschen entdecken hier, was so Schönes gibt. Okay, hier gibt es einen Fahrstuhl. Stun Grenade, wichtig. Okay. Ist das wahnsinnig geil gemacht für die Zeit, ja. Das war einfach nur unfair. Wird man bestraft, wenn man ein Spiel feiert. Schön. Schön. Okay, da drunter gibt es was wie. Kann er. Kommt der jetzt hier hoch? Soll er doch. Wird gleich weggegrillt. Cool. Schön. Ach. Okay, da geht's runter. Irgendwo hin.
Und was gibt's hier Schönes? Kameras gibt's da hinten. Wir haben ganz viele Nikitas auch eingesammelt, ne? Was haben wir hier? Okay, cool. Ja, so komm. Ja. Scheint erstmal keiner zu sein. Irgendwie Kameras waren da. Stationen brauchen wir nicht. Wie viel dem haben wir denn? Na gut, dann würde ich halt schon mal. Muss man die Ration ja nicht rationieren, richtig? Richtig. Xmas. Bad Bullets, Baldabum. Mhm. Da hast du noch eine Ration. Sollst du da rankommen? Ja. Okay. Da drüben gibt es noch Sachen. Wie kommst du denn da runter? Mit dem Fahrstuhl da oben. Vielleicht kann ich. Keine Ahnung. Ah. Passt runter. Na, ich wollte gerade sagen, das ist ein Geländer. Ja, ist es. Okay, da geht's nach oben. Guck mal, hier gibt's Sachen. Vielleicht muss ich da ein Seil nehmen. Aber der Fahrstuhl hat ja doch gar keinen Knopf. So, von hier kommen wir nicht, oder? Kommen wir von hier? Nee. Doch. Okay. Ja, ist gut. So, achso, und hier ist nochmal. Mhm. Mal schön gucken, was hier so ist. Schon cool gemacht, ey. Okay, ich laufe gerade zurück. Wollte nämlich eigentlich hier lang laufen. Sind wir das gerade? Ne. Vollkommen verwirrt. Warten wir damit. Okay. Cool. Ey, das Spiel ist wirklich bei Zeiten voraus, wie die visuelle Umsetzung alleine, also nicht mal nur die Mechanik, sondern wie es umgesetzt wurde. Wahnsinnig geil. Okay. So. So, hier hatten wir irgendwo Kameras auch in den Räumen. Ich sehe jetzt erstmal keine. Kameras werden aber so eigentlich auch angezeigt. So, so kommen ist auch wichtig. Hier rechts war halt noch irgendwas. Ja, okay, man würde rankommen, ist auch eine Ration, ne? Ja, ich glaube schon. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das wäre halt Kamera. Stun Grenade. Obwohl die schon super ist, ne? Aber. Was haben wir denn hier? Ruhig. Dann gehen wir doch erst. Ach, hier. Gasmaske oder was? Okay. Wäre jetzt durchgerannt, aber Kamera. PSG-1 Bullets. Okay, okay, okay. Nix oder was? Es wäre selbst jetzt hier warm. Weiß ich, ob unten auch ein Strahl kam. Ah ja, da. So, hier geht's durch. Ah, guck mal, hier gibt's noch die. Ja, schauen wir nochmal hin. Nikita, na gut.
Eigentlich, wenn ich so bin, dürfte mir nichts passieren, ne? Geil. Schön. Und hier sind Überwachungskameras. Da, glaube ich, werfe ich einfach mal. Die. Geht nicht so, oder was? Steh halt auf. Body Armor, okay. Ist das einmalig, das Ding da? Stimmt, ich muss ja liegen, weil ich ja. So, warte mal, Body Armor. Was heißt das jetzt? Cool. Ah, guck mal. Kugelsicher, beste verändert, dass Kugeln lebenswichtige Organe treffen. Hm? Toll, dann habe ich ganz viele Löcher an den Beinen. Auch nicht so toll. Bisher durchgekommen ohne Verletzung. Solide. Solide. Okay, können wir durch, ne? Was sagt unsere Munition? Ja, PSG fast voll. Die Farmers könnte noch ein bisschen was vertragen. Stinger haben wir noch Platz. Schön. Ja, und dann gehen wir aber erstmal auf die SOCOM. Ist voll und da finden wir anscheinend auch relativ häufig Munition. Schön. Entweder bin ich jetzt besser drin im Spiel. Ich konnte halt leider auch nie wirklich viele Parts hintereinander aufnehmen, weil immer irgendwas war. Und dadurch bist halt nie so richtig reingekommen. Konntest dich mit der Steuerung und allen anfreunden. Das hast du. Hast du eigentlich relativ schnell drin, ne? Aber wenn du halt immer nur zwei Parts maximal hintereinander aufnimmst und dann halt wieder das nächste Spiel und vorher noch ein anderes Spiel, wird nix. Farmer ist sehr wichtig. So, warte mal. Geil, was kommt denn jetzt? Cool, der fährt jetzt weg, ne? Schön. Und da kommen wir, ne? Was ich mal schauen würde. Naja, siehst du. Schön. Ah ja, okay. Ist halt echt immer aufgucken, aufpassen, wo was wie aufgucken. Soll auch so kommen, ne? Parma, sehr geil. Ich werde erstmal anrufen. Ich will mir erstmal angucken, wie das optisch aussieht. So. Okay. Metal Gear ist ganz unten. Schnell! Keine Zeit. Die Terroristen sind schussbereit. Keine Verhandlung mehr? Die Regierung kann sich Terroristen nicht beugen. Aber sie drohen mit der Atomrakete. Das ist ihr letztes Wort. Warum ist das Weiße Haus so unflexibel? Kano, verbergen Sie etwas vor mir. Snake, bitte. Halten Sie sie einfach auf, okay? Ich bin so gespannt, ey. Zeigt sich die Grausamkeit des Menschen. Wie immer einer auch erzogen wird. Im Kampfgetümmel werden Soldaten alle zu Tieren. Mhm. Muss ich erstmal wirken lassen. Eine schusssichere Weste. Sie verringert den Schaden, wenn man auf sie feuert. Sie verhindert, dass Kugeln lebenswichtige Organe verletzen, aber sie spüren die Geschosse trotzdem. Verlassen Sie sich nicht zu sehr darauf. Mhm. Na. Welch tiefer Schmerz. Okay. So, dann haben wir noch Otakon. Der Aufzug fährt erst, wenn Sie den Schalter drücken. Da ist ein Steuerfeld.
Gehen Sie hin und drücken Sie die Aktionstaste. Ich feiere das Spiel, ey. Schön. Genau mein Schwierigkeitsgrad. Ja, nee, aber ich wollte mal sehen. Wow. Aber, ne, aus wenig viel gemacht, ne? Jetzt ein kleines Selfie ist perfekt. Ah, ne, dann kann er da von Selfie. Okay. Die Balken, wie sie erscheinen. Super cool, das ganze Ding fährt. Ich dachte, es kommt da vorne. Kleine Ninjas oder was? Na, was macht man da? Der ist runter. So, der ist runter. Schön. Das war alles? Okay, cool. Gut, die hätten vielleicht was fallen lassen können, ne? Zu spät. Ah, ich feiere das Spiel, schön. Ich hoffe, es geht nicht so schnell um. Ich werde nach dem Part jetzt auch noch ein Part aufnehmen. Und dann war es das erstmal für die Aufnahmesession Metal Gear Solid. Weil dann muss ich mit den nächsten Spielen fortfahren. Hör doch mal auf. Meine Güte. Ja, nur zufrieden. Nimm gleich das PSG 1. Wer hat dich eigentlich programmiert? So, Feuer will ich mal aus. Okay, cool. Geht nicht höher oder was? Meine Güte. Okay. Feuer will ich mal ausprobieren. Wie viel Schaden kann er mir machen? Macht er mir gar keinen mehr? Doch, doch, macht er schon noch, ne? Ja. Au, 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 okay. Okay, cool. Könnt's halt stunnen, ne? Vielleicht ist der auch noch anders. Was ist eine Granate oder was? Eine Klemme. Meine Güte. So, und jetzt schießt auf mich oder was? Hätte man natürlich einsammeln können. Komm. Sag nicht, komm jetzt wieder nicht so hoch. Ich sehe Pixel. Sag nicht. Ah, ist das hier hinter oder was? Warum sage ich die ganze Zeit sag nicht? Kannst du nicht aufstehen? Meine Jüte. Ansonsten mit dem was? Mit dem Nickel. Okay, cool. Schön. Schön soweit. Was wir dann noch machen könnten. Ist nicht vor. Ach, Menno. Na gut, das war das. Frage ist, wollen wir hier noch was mitnehmen? Ansonsten ist da nicht noch mal ein Rendan oder so? Ehrlich. Bis weitergeht, erfahrt an der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Euch einen wunderschönen Abend und in 3 Tagen kommt der nächste Part. Bis dahin.